spielen auf meinen Bitten hin Valkyria Chronicles. Da ist gerade eben der PC-Port erschienen und ich finde, der ist richtig gut gelungen. Gibt zwar ein paar kleinere technische Sachen, wie zum Beispiel, dass in diesem Menü keine Maus unterstützt wird, im normalen Spiel aber schon. Oh. Okay. Hey, ja. Eigenartigerweise. Was? Ich wollte mal gucken, was unter Extras sind. Ob es Fußspuren in den Extras gibt. New Game. Valkyria Chronicles ist ein taktisches Strategiespiel gemixt mit Third-Person-Action. Ich finde es großartig. Es ist sehr Anime. Also eigentlich reicht Anime als Adjektiv, oder? Sorry, Irene Koller. Ich wollte dich nicht abwürgen. Seht ihr ja gleich. Für mich erfüllt das Spiel seine Existenzberechtigung, wenn es einen Vanquish-Port ermöglicht. Das wäre toll. Wir haben keinen Unsinn lang gemacht. Doch. Aber japanische Sprachausgabe. Habe ich doch. Ist alles okay. Ich erinnere mich da nur noch dunkel dran, als das vor fast 6 Jahren oder sowas, ne? Vor 6 Jahren ist das rausgekommen. Ich erinnere mich da an die Artworks und so, aber... War PS3 exklusiv und kein Schwein hat's gekauft. Überraschung! Was? Ein japanisches Spiel? War halt auch von Sega gepublished und die haben halt nichts gemacht. Also es geht hier so das Imperium ja, der kennt's auch gegen... Gerade. Ja, ne, Mats hat drüber gesprochen. Ja, Mats Arschloch. Das ist Wii. Hm? Wo der obere Pfeil ist. Wii? Aber wie? Also es gibt 2 Föderationen, ja, die Atlantische und die... Nee, Empire war das eine. Die Rechten waren die autokratischen Eastern Empire. Also... Ja. Die sehen exakt so aus wie die Typen aus Drakengard 1. Genau die Waffen hatten die auch. Aber sie auch Empire. Pampfer. Drachenpampfer. Ich finde den Stil halt total toll. Das ist eine Föderation. Ja, aber der andere war ein Empire. Ja, aber ich habe doch gesagt, es gibt die beiden 2. Ja, die Atlantische genau. Föderation gegen das East European Empire. Also gut gegen böse. European. Sehr. Nee, European heißt das hier. Ja, es heißt nicht... Der Eurostift. Das heißt wirklich nicht Europe im Englischen, sondern Europa. Also wir haben einfach das Deutsche genommen und das dann Englisch. Oh, ist das japanisch. Ist das sehr japanisch. Brul. Da oben ist Futzen. Ja, ist doch Futzen, da oben links. So, da würde ich sofort hin, ne? Das wäre meine Zentrale. Robin geht nach Futzen. Order all Panzers to the Futzen. So, das Spiel ist so strukturiert in diesem Buch und du wählst die einzelnen Episoden an. Das sind dann entweder Cutscenes. Das links ist jetzt quasi das Intro gewesen. Ja, das muss man noch mal gucken, ob ich drüber gelernt habe. Das ist gar nicht World War II, das ist European War II. Europan war. Europan? Europan, nicht European. Europan-Krieg. Ich mache nicht wieder. Achso, genau, und dann geht's hier quasi jetzt weiter. Genau. Also ich spiele übrigens, wer jetzt... Genau, wer sich schon fragt, warum wir so jetzt schon sehr nervös hin und her klicken und nicht wissen, was wir machen müssen, Mats liegt am Controller. Ich möchte nur den Leuten zeigen, dass das Bild in Ordnung ist, dass sich da was bewegt. So, die Zwischensequenzen sind noch vorgerendert. Das sind die originalen Dinger von der PS3. Ist das eine echte oder angelehnt an die echte Geografie? So mit Ländern und Städten. Ja, es ist halt gibt's auch, eine ja. fiktive Version. Aber es gibt jetzt keinen Paris, Weltkriegs. Sondern es gibt gar nicht. Paris gibt's. Gibt's. Rangritz. Ja, so Sachen. Hatten sie die Rechte nicht, wa? Die Rechte an Paris, ja. Die Lizenzkosten waren einfach zu hoch. Die Rechte an echten Namen. Meine Güte, ey. Das sind wir, oder? Ich erkenne uns doch. Nee, Spot the Main Character. Das kann nicht sein. Natsukashina. Ah. Ich finde schön, dass die Ränder so schwarz-weiß werden. Streichelt er jetzt Fische? Warum stehen die da? Warum schwimmen die nicht? Wie soll das denn gehen? Mann, das sind... Was? Schwimmen den Strom hoch, Mann. Aber die schwimmen ja nicht. Die stehen Nein, an einer die Stelle. Schwimmen gegen den Strom. Die chillen an einer Stelle. Ja, das tun Fische manchmal. Aber doch nicht so nah an einem Ufer. Ich bin doch Fische Experte. Doch, seine Band. Aber ich war schon so auf Fische essen. Fische im Futzen warst du essen. Ich weiß. Fuschfitzer. Fischfutzer. Ach. Ach, die wollen sich malen lassen. Gut, das gibt's jetzt. Ugokanai de. Yukkuri, Lyote o wage nasai. Das passiert mir auch häufig. Brul, wo kommt ihr denn her? Migake nai kao ne. Namae wa? Boku no namae wa Welki. Kimi tachi wa? Warewale wa? Brul no jikeidan no mono desu. Atashi wa Buntaichou no Arishia. Saikin, Teikoku no spy ga urotsuiteiru toyu jōhō ga atte, mimawari o shite tan dakedo. Ich bin nicht
その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。Ich habe das, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, habe ich das auf Englisch gespielt. Es verliert wirklich einen großen Teil seiner Awkwardness, wenn man es auf Japanisch guckt. Ist das so? Ja, ja. Oh, das war aber einfach. War ganz gut gemacht. Das ist der beste Valkyria. Ich würde sagen, weil es so gut lief, machen wir direkt noch einen. Yeah. Das war aber jetzt schon die erste Folge, ne? Also das war die erste Folge. Naja, nee, so wie ich das von Metal Gear kenne, wirst du ja erstmal die nächsten 30 Episoden zu einer Folge machen. Ey, ich habe nur... Ist ja kein Problem. Ich habe die nur... Die komplette Folterfolge als eine Folge, ey. Das muss man erstmal machen, ne? Um das mal auch öffentlich zu sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt gut war oder nicht gut war. Weil nach Robin hätten wir da offensichtlich 4 Folgen draus gemacht. 3. Wollt den Leuten nur was Gutes tun. Ja, so. So, da haben wir nämlich das Problem wieder. Du mit deinem scheiß gönnerhaften Jesus-Komplex. Jesus war voll gut. Jesus hat die Folgen auch mal lang gemacht. Jesus. Second coming of Jesus. So, was hieß seine Schwester, ihre Freundin, Mutter, Cousins, Alter, die Cousin. Sind wir eigentlich in Holland? Ne, wir sind in Brühl. Ach. Wir waren ganz oben am Meer, also sind wir, glaube ich, in Island gerade oder so. Ist das so ein Spiel, wo man merkt, dass das Leute gemacht haben, die nur in ihren Vorstellungen in Europa mal waren und das aus Büchern kennen und aus dem Internet? Oder? Ich glaube, die müssen sich schon beschäftigt haben mit dem... echten Zweiten Weltkrieg. Ach, da gab's einen echten? Weil die Parallelen sind teilweise ziemlich krass, auch was die so Grausamkeit angeht. Aber dann kommt halt dieser Anime-Fluff. Wir nehmen ein KZ und jetzt schmeißen wir da Animes drauf. Wenn Hitler da so ein schwarzer Knight mit so einer eckigen Armor wäre, also so einem langen Schwert. Hitler ist der schwarze Knight, ne, ist klar. Merkst du selber. Das wäre ironisch, wäre das. Also die Story ist jetzt, dass da, das ist seine... Schwester, seine Kleine, die ihn halt jetzt quasi erkannt hat und... Mit den blauen Haaren. Alicia gesagt hat, hey, ist alles in Ordnung. Also wir sind die Good Guys, kein Spion. Die fremde Leute, die wir nicht kennen, einfach erstmal verhaften, ja? Das ist ein bisschen... Sie dachte, er wäre ein Spion. Und was haben sie jetzt davon? Krieg. Ja, so. Jetzt kommen was haben sie davon? Die Leute des Imperiums, das wurde ja am Anfang gesagt, fallen ja so langsam die Föderation ein und das passiert jetzt hier halt auch in Brühl, deren Heimatstadt. Ja, die wollen dieses diktatorische Regime halt überwerfen, was ich vollkommen unterstütze bei diesen... Waren da jetzt eigentlich nur was? Drakonischen Maßnahmen. Du meinst die demokratische Föderation? Das war gar nichts demokratisch, wurde festgenommen, ohne auch nur irgendeinen Grund dafür zu haben. Ja, die das haben nicht gefragt, ob er das auch möchte. Stimmt, hast nee, du hatte, das so funktioniert Demokratie? Du kannst doch nicht einfach verhaften, du musst doch einen Grund dafür haben. Der ja, haben sie doch. Nur, dass ich kenne dich nicht war der Grund. Das ist rassistisch, nur weil der graue Haare hatte. Weil er graue Haare hatte. Schuhe waren schwarz. Jetzt kommt der erste Tutorial. Sollten wir speichern nachher? Kannst du machen. Ja, du wahrscheinlich schon, Batz. Du sollst wahrscheinlich speichern. Ich save jetzt. Speichern geht hier übrigens so schnell, dass ich erst dachte, das wäre falsch. Das ist meins. Bitte nicht überschreiben. Eins hoch. Eins hoch. Jetzt hier machen. Das ist komisch, dass mit Xbox 360 Karten. Das ist gespeichert? Das glaube ich nicht. Ich dachte auch so, hä? Okay. Falsch. Genau, View this Episode. Und jetzt kommt der Prolog. Kampf. Ach so, der Kampf. Der Kampfprolog. Jetzt bin ich gespannt, was der Plan ist. Jetzt wir schlagen auch, zurück. Jetzt ist auch alles 1080p. Ah. So, we've got to eliminate the Imperial Scouts that are approaching Brühl. Brühl. We'll deploy from here and take out all three of them. Tom, wir spielen auf alle Japanisch. Drei? Warte mal, wird Brühl gerade von drei Soldaten angegriffen? Wir spielen auf Japanisch, Tom. Das ist der Tutorial-Kampf. Ach so, okay, Entschuldigung. Just cross Japanisch. The bridge and take them down as fast as you can. Rassistisch ekelhaft. Das kommt aus unserem Bridge. Das wolltest du doch. Können wir nicht eigentlich von oben gleich nach Futzen auswandern? Futzen müssen wir, das ist unser Heim. Brühl da. Die Namen sind wirklich das sehr nice and easy. Okay, also. Danke, ja. Wir, okay. Das ist schon, Hast du nicht gesehen, wann du verlierst? Ja, ich glaube, wenn alle tot sind. Ja, Alicia darf nicht sterben, Welken darf nicht sterben und du darfst nicht länger als 20 Runden brauchen, aber wenn eins dieser Dinge eintritt, dann bist du wirklich scheiße in dem Spiel. Ja, exakt mein Punkt, warum wir das durchlesen sollten. Danke. So. Aber es ist einfach nur Erfahrung. 3 zu 4. Erfahrung von was? FIFA. FIFA, dieses Echtzeitstrategiespiel. FIFA, dieses Echtzeitstrategiespiel. Alter. Über diverse Genres. Alter. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Genre nicht kannst, ey, und du kommst mir nochmal angekrochen. Nee, unterstützt mich immer gar nicht. Metal Gear Solid, in Metal Gear Solid werde ich dich unterstützen. Du kannst es ruhig wegklingen, ich erkläre dir. Ja, okay, sehr gut.
In Metal Gear Solid. Also so. Robin, das ist ja nicht die Mats vs. Robin Show, wenn das schön wäre. Die Kämpfe sind so in mehrere Phasen unterteilt. Jetzt hast du das einfach schon übersprungen. Ja, weil du gesagt hast, wollte ich dir was erklären. Ja, also erklär doch, ist alles gut. Aber wenn das doch ganz schön A. Die ganze Zeit A. Ich bin voll bei dir, Mats. Möchtest du es nochmal erklären? Jetzt, das gerade war der Command-Modus, jetzt bist du im Action-Modus. Das sehr heißt, schön. Hier werden Action-Points verbraucht, die siehst du gleich. Ja. Kannst weitermachen? Kannst ja. du weitermachen? Kannst weitermachen? Ich ja, erklär dir das ja, so. Ja. Aber bleib erstmal stehen, wenn du gleich niemals dich bewegen kannst. Niemals. So vergessen. Okay. Ja. Ich finde schön, wie sie das in alle Richtungen. So, das da unten, dieses Orangene, ist deine Action-Point-Leiste. Ja. Wenn du dich bewegst, verbraucht sich die. Ja. Und wenn die verbraucht ist, kannst du dich halt nicht mehr bewegen und musst wieder zurück in den Command-Modus und die nächste Einheit anwählen. Klingt okay. Logisch. Du willst jetzt erstmal zu den Sandsäcken ja. da vorne. Das ist aber nicht so ein feldbasiertes Echtzeitstrategiespiel, sondern du läufst hier frei rum. Ah, das ist geil. Aussehen tut's ja. Das stimmt. So, dann gehst du jetzt hier hin. Ja. Genau, jetzt erklär dir nochmal, wie man angreift. Okay. Der rechte Bumper aktiviert ist. Mit A kann man feuern. Ja. Okay. Es ist aber halt so ein Rollenspiel, das heißt, du zielst nicht manuell, sondern er schießt einfach. Okay. So, du kannst aber erstmal in Cover gehen, ein bisschen nach vorne, jetzt A drücken. So, und jetzt in den Feuermodus gehen mit dem Bumper. Das da, achso, da kann ich die Kanne nochmal angreifen. Genau. Machen. So, jetzt so ungefähr, du siehst übrigens auch da oben, siehst ja Shots to kill 7. Ja. Du schießt aber immer 5-mal. Ja. Wenn du jetzt auf den Kopf zielen würdest, du kannst so mit einfach? Dem Steuerkreuz feiner... Okay, ja, das ist tatsächlich was. Ah, genau, okay. Hier muss nur 2-mal treffen. Da brauchst du nur 2, aber nice. Wie gesagt, das ist halt Rollenspiel, das heißt, er hat eine gewisse Genauigkeit. Wenn du jetzt A drückst, dürfte er aber eigentlich, 2-mal treffen. Ja, okay. Das ist auch Mats. Entschuldige mich. Nee, vergiss es. Wenn Krieg ist, komm nicht zu mir. Und pro Runde mit der einen... Nee, ich fahr sofort nach Futzen. Kannst du davon ausgehen. Pro Actionphase mit der einen Einheit kann sie einmal angreifen. Du kannst sie aber nach dem Angriff noch bewegen. Kann ich quasi noch zurück oder in Deckung gehen oder genau, was auch immer. Also wichtig ist immer in Deckung gehen, weil wenn du hier in Deckung bist, dann machen Headshots auch nicht so viel Schaden und sowas. Du bist viel besser, viel sicherer. Okay, jetzt kannst du quasi B drücken und dann... B drücken und raus. And this current action. Jetzt... Die hätten das Interface ein bisschen anpassen können. So, jetzt bist du im Command-Modus. Das da oben sind übrigens deine Command-Points, diese goldenen Dinger. Ja. Das heißt, du kannst noch 2 Einheiten bewegen. Okay, du könntest jetzt theoretisch sogar nochmal Velkin benutzen. Ja, würde ich voll sagen, weil du bist ja schon näher an dem Typen dran. Aber er verliert ein bisschen seine Action-Points mit jedem Mal, dass du ihn nacheinander benutzt. Er kann sich also nicht jedes Mal so viel bewegen wie beim ersten. Okay. Wenn du jetzt über ihn rübergehen würdest, er steht ja da oben. Genau. Kann ich hier? Achso, okay. Da siehst du jetzt deine Action. Ja, ein bisschen geringer. Ah, ja, okay, gut. Aber du kannst mal Alicia nachholen oder so, oder den Watchman. Fangen wir erstmal mit dem hier. Mit ihr, so. Und dann, also die beiden sind jetzt auf jeden Fall da hinten an der Brücke, ne? Genau, du siehst immer, die Sichtlinie heißt dann auch, dass sie Sichtkontakt auch mit dir haben. Okay, das heißt, und wenn du jetzt zum Beispiel in dem Modus zu nah an sie rangehen würdest, würden sie auch anfangen zu schießen, bis du in den Feuermodus gehst, währenddessen ist alles pausiert. Okay. Du kannst jetzt aber erstmal die Brücke rüber. Ja, ne? Ja, geh ruhig. Also hier kann ja nicht wirklich viel passieren. Kann ich hinter so einem Stein in Deckung gehen? Bei Sandsäcken oder speziellen Cover-Dingern. Also verstehe, nicht hinter irgendwie stinknormalen Objekten. So, das erklärst du jetzt nochmal mit den Dingern. Du kannst versuchen, ich glaube nicht, aber du kannst versuchen, wenn du willst. Aber dann stehe ich da so im freien Schuss. Ja, du kannst sie theoretisch direkt nochmal benutzen danach, du hast ja noch einen Command-Point. Du kannst aber auch schon... aber schießen, geh in Schussmodus. Genau, dann kannst du hier schon mal. Mal sehen, ob das was wird. Ja, sehr gut. Die haben aber auch nur 110 Leben. Jusch! So, und jetzt kann sich halt nicht mehr bewegen. Nee. Okay, ich verstehe. Okay. Oh Gott! Dann würde ich jetzt mit der direkt mal weiter und den anderen erschießen. Jo. Okay. Strategischer Kriegsberater aus Futzen. Ja, Mr. Futzen. Eingeflogen aus Futzen. Futzen-San. So, hier können wir dann Deckung. Quasi in Deckung gehen. Dann gehen wir in den Modus. Dann gucken wir, dass wir den Kopf kriegen und erschießen. Die Musik übrigens auch richtig gut. Ich bin ja tatsächlich jemand, der Fire Emblem total gerne mag. Aber dann irgendwann scheitert einfach an dem... am Spiel. Schwierigkeitsgrad? Nee, auch an dem Ding, dass wenn die Helden sterben, sind sie halt weg. Achso, das ist ja auch so. Du kriegst ja auch so eine Gruppe aus Leuten, die auch Persönlichkeiten haben, mit verschiedenen Traits, die Einflüsse haben auf den Kampf. Und wenn die sterben, sind sie halt tot. Finde ich total super. Ja. Ich kann es nur nicht ertragen, wenn dann eine Figur stirbt, weil dann muss ich es einfach wiederholen und so oft wiederholen. Und das ist. Okay, aber ich mag das System. Hast du das früher gespielt, Robin? Oder? Das hier? Ja. Nee, habe ich nie gespielt. Okay. Ja, das wie so viele andere. Und ich hoffe, dass das so ein paar Leute das Ding näher bringt, weil ich finde es wirklich, wirklich gut spielerisch.
wie auch die Story, auch wenn die sehr so melodramatisch wird an manchen Stellen, wie halt Animes so oft sind. Jetzt wird erstmal über den Tod philosophiert. Gelacht. Hahaha, Idiots! Empire Scum! Die Bing.引き続き警戒を厳にしてください。はっ。帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。ダム。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには、私には戦うしか方法はないの。 Ja, schon beim. Arewa? Konayukisou no tane da. Chiisai keredo. Shiroku kirei na hana o sakaseru nda yo. Weil Liebe kann auch auf dem Battlefield gedeihen, Robin. auch. Da. Bloom on the Battlefield. Wissen wir ja noch gar nicht. Was? Ob das wirklich jetzt geht, das war ja eine Frage, die gestellt wurde im Metal Gear. Es ist ja. Kann das Blumen? Ja, hier kann ist es Blumen. Hier ist es nicht Liebe, hier ist es Leben. 15. März. Wahrscheinlich heißen die Monate hier auch anders. Macho! ja, hatten sie, genau. Sie hatten keine Rechte an der Realität. ja. Tag und Nacht, dadurch, dadurch erkauft man sich ja so ein bisschen Freiheit, ne, wenn du das... Wenn du komplett dein eigenes Universum aufbaust, ja. Ich finde das auch eigentlich gut. Wird denn hier auch tatsächlich so dieser ganze Zweite Weltkrieg auch wirklich thematisiert, also was da eigentlich passiert ist, oder ist das eher nur so ein Mittel zum Zweck? Also es gibt Parallelen zu Konzentrationslagern und sowas, also es wird schon heftig teilweise. Okay. Bleibt aber halt, wie gesagt, in diesem Anime, in dieser Anime-Schiene gibt es so einen Oberbösewicht und sowas, also... Den gab es auch. Den hat man sogar. Lanflumi, ja. Es gibt ja von Valkyria Chronicles sogar drei Teile inzwischen. Den zweiten gab es nur für PSP. Den habe ich auch gespielt. Den dritten gibt es gar nicht erst im Westen. Den gibt es nur in Japan. Ach, und wo? Auf welcher Plattform? PSP. Also die Reihe war nach dem ersten Teil schon... Sie wollten weitermachen, hatten aber nicht mehr die Möglichkeit, das für die große Konsole zu machen. Okay. Spielen die dann auch im selben Zeitraum oder ist das dann... Nee, das spielt dann danach. Okay. So ein JRPG-Menü. Dann sind wir ja fertig. Gibt es irgendwas, was wir hier noch umstellen müssen? Language Japanese. Sofort. Ja? Ja, muss man. Man kann auch kein Anime Zweiter Weltkriegsspiel spielen und das auf Englisch. Wenn da Deutsche sind, reden die da noch so? Ja, ich muss den auf die deutschen Namen auf Japanisch sagen, hören, tun. Gunther? Ja. Siegfried. Es gibt Gunther. Siegfried. So, okay. Gunther Edelweiß, Panzergeneral 15. Hitler. Du bist so gut, wenn es um Imitationen geht. Vor allem Hitler. Hitler ist drangehängt und macht alles deutsch. Hitlerson. oh Mann.